Willkommen zurück bei World of Warcraft. Und wir brauchen noch vier Truppen der brennenden Klinge. Die holen wir uns jetzt. Und dann können wir auch schon alles wieder abgeben. Toll. Der ist jetzt gelb. Das tut mir leid, aber ich brauche dich noch. Und schwupp ist er rot. Ja, so schnell kann es gehen. Von gelb zu rot. So, die Ampel hier. So, komm, fall um. Fall um. Och Mann! Well. Jetzt leckt's wieder. Standbild. Ist mir das irgendwie zu. Ah. Danke schön. Es geht doch. Oh Mann, ey. So, du kommst noch auf jeden Fall mit. Ja, nee, das war der, der kaputt war. Mann, aber auch. Warum gibt's immer wieder Mobs, die einfach kaputt sind? Fremdem Dorf. Na, wo willst denn du hin? Die wollte sich in die Lava stürzen. Wo sind die hin? Da unten zu dem. Okay, dann holen wir den auch gleich weg. Ein würdiges Opfer. Ach, jetzt kommt da einer von hinten. Wo kommt der denn jetzt her? Ey, bitte jetzt. Bitte back hier nicht rum. Ich meine, leck hier nicht rum, du Spiel, du. Echt. Da kann ich jetzt gerade mal so gar nicht drauf. Nicht, wenn ich beim Kämpfen bin. Das Rio hier. So. Haben wir das doch erledigt? Muss ich das abgeben da oben? Ach, du ahnst es nicht. Na gut, dann mal rauf auf den Gaul. Und irgendwie hier versuchen, ordentlich rauszukommen. Lasst mich mal durch. Heiß und fettig. Okay, der Weg ist einigermaßen frei. Jetzt hier noch an dem vorbei. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Mag dich nicht. Will er mit dir spielen. Okay. Himmelsschlaraffenland, wie cool. Wahrscheinlich liegt er hier irgendwo unterm Baum und da lässt sich die Trauben direkt ins Gesicht fallen oder so. Fehlt nur noch, dass hier Milch und Honig fließt. So, da sind wir doch schon zurück. Halt! Hier geht's lang. Loktar, Ein Champion. großer Sieg über den Clan der brennenden Klinge. Jawohl. Niemand wird uns unterjochen. Und wo ist der nächste? Ah, hier. Genau, du musst mal hier meinen Außenposten machen. Ich habe nämlich die Pläne dabei. Jawohl, hervorragend. Warte mal, was gab es denn hier? Intelligenz, Ausdauer, Vielseitigkeit, Meisterschaft. Tempo geht weg. Für die Schultern. Okay, egal. Ziehen wir mal. Oh, aufgewertet. Na gut. Ziehen wir auf jeden Fall an. So. Ja, mal wieder die Qual der Wahl. Wir sind bereit, mit dem Bau zu beginnen. Ihr müsst jetzt nur noch eine Entscheidung treffen. Die Baupläne liegen auf dem Zeichentisch. Schaut sie euch an. Lasst mich dann wissen, ob wir einen Pferch oder ein Panzerwerk bauen sollen, wollen, können, dürfen. Vorwärts zum Ja, jetzt können wir Sieg! doch wieder nicht entscheiden. Ach, was ist denn der Tisch? Ach, hier. Was, die Stalle eignet sich gut für einen Pferd? Achso, ja, das hast du mir ja eben schon gesagt. So, der Vorwarp-Pferch liefert bessere Frostwolf-Reittiere für eure Truppen. Sobald der Pferch betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb von Nagrand einen Kriegswolf verwenden. Das Panzerwerk liefert Verwüster für eure Truppen. Sobald das Panzerwerk betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb von der Grand einen Verwüster verwenden. Beschwört einen Verwüster von Vorwa oder gibt ihn wieder frei. Beschwört einen Kriegswolf des Clans, gibt ihn wieder frei. Kann im Kampf geritten werden. Aber ich schätze mal, wenn ich auf diesem Wolf sitze, dann ist Goodspeak mit Sicherheit nicht da. Insofern fände ich es ziemlich doof irgendwie vom Wolf aus zu kämpfen.
Ist ja an sich cool, aber was nutzt mich das, wenn der Wichtel dann nicht da ist? Oder ist der dann da? Das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme den Verwüster. Ja. Ich nehme den Verwüster. Das sieht auf jeden Fall schon mal gewaltig aus. So, Verwüster geht jetzt noch nicht. Aha. Fragezeichen da. Okay. Dies ist ein großer Moment, Kommandant. Taelin und seine Peons werden sofort mit der Arbeit beginnen. Ihr werdet sehen, dass eure Entscheidung uns dabei helfen wird, den Kriegshymnen-Clan zu besiegen. Okay. Für die Horde. Die Macht von Stahl und Blut. Okay. Oh, jetzt sind hier aber ordentlich Ausrufezeichen. Ärger bei der Wacht. Gestern habe ich zwei meiner besten Kundschafter ausgeschickt, um die Oger in Margoks Wacht auszuspähen. Bisher haben sie sich nicht zurückgemeldet. Trin erweist mir die Ehre und sucht nach ihnen. Vermutlich ist alles in Ordnung. Die Wacht ist eine große Festung. Trotzdem würde ich mich besser fühlen, wenn ich wüsste, dass es ihnen gut geht. Findet Akrosch bei Margoks Wacht. Für die Ehre okay, des und was hast du, Akra? Gelegenheitsziel Telar. Wir haben Bericht erhalten, dass eine Dranae-Enklave in Telar vom Kriegshymnen-Clan überrannt wurde. Ich habe eine kleine Gruppe Schattenjäger entsandt, um die Lage zu überprüfen. Die Anführerin ist Kayessa. Könnt ihr sie dort treffen? Ja, kann ich. Kann ich bestimmt. Wenn die Erdenmutter so will, werdet ihr und die Schattenjäger Telar befreien. Ja, das will die Erdenmutter bestimmt. Ach, was haben wir hier noch? Ich bin nicht amüsiert. Jagdwettstreit. Tatz und ich befinden uns in einem Wettstreit darüber, wer sich besser auf das Jagdhandwerk versteht. Schattenjäger oder Frostwölfe. Wollt ihr vielleicht in diesem Wettkampf einsteigen, Kommandant? Ich habe mir die wilden majestätischen Talbuchs als bevorzugte Beute ausgesucht. Wie alle Bewohner Draenors wissen, repräsentieren sie die ganze Pracht von Nagrand. Sammelt 24... Briesen, Schreiterhörner von Talbuchs. Okay, vorwärts, kann ich ja machen. Und was unterschätzt die Talbuchs nicht? Sie sind zwar überwiegend friedliche Kreaturen, aber sie schlagen so hart zu wie ein Elek. Okay. Stampfende Geräusche. Kommandant, die Frostwölfin und ich haben gerade die Vorteile verschiedener Jagdmethoden erörtert. Ich konnte ihr versichern, dass die Schattenjäger für jede Situation gewappnet sind, auch in der Wildnis. Aber sie glaubt, dass wir in ihrem Land nicht in der Lage sind, Beute zu machen. Wir sollten sie davon überzeugen, dass sie sich irrt. Gehen wir ein paar Grollhufe jagen. Sammelt 12 Paar Lederhautohren von Grollhufen. Okay, können wir ja machen. Machen wir alles. Ich jag hier alles. Wenn der Nessingberry mir schon keine Quest gibt, dann werdet ihr das tun. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da ist aber auch noch was. Genau, der Landtresor, der steht jetzt hier rum. Ein dämlicher Name, oder? Landtresor. Okay. Die Ehre eines Klingenmeisters. Ich habe keinen Clan. Die brennende Klinge ist für mich gestorben. Vielleicht werde ich eines Tages meinen eigenen Clan gründen. In der Zwischenzeit wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ihr habt mich befreit und gut gekämpft. Wir können viel voneinander lernen. Was meint ihr? Ja, unbedingt. Unbedingt, mein Freund. Meine Klinge gehört euch. Jawohl, das ist sehr cool. Haben wir einen neuen für Le Garnison. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Was haben wir hier? Da sind die Lederhautohren und hier unten haben wir nochmal Lederhautohren. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch da oben hin, wo die Lederhautohren sind. Hahaha. Ja, jetzt kommt wieder fröhliches Tiere-Schnetzeln. So wie man das ja kennt, ne? Aus Nagrand. Okay. Okay, die Rocks nicht hier. Windrocks, okay. Haben wir denn hier auch Grollhufe? Da haben wir einen Grollhuf. Fangen wir doch mit dem an. Ach, der ist aber jetzt motzig. Ist aber jetzt motzig mit mir. Ich hoffe, die haben eine ordentliche Droprate. Dass ich jetzt hier ewig in 3 Tage, ne? Aua, Alter. Auf jeden Fall haben die mal einen ganz schönen Schlag. Super, 1. Aha. Naja, besser als gar nichts, ne? Ein paar Ohren.
Aber ein paar sind eigentlich... Mann, ein paar sind eigentlich zwei, ne? Würde ich mal sagen. Nicht gemein. Wie viele Ohren hast du? Auch nur eins. Na toll. Ah, okay. Ja, ich meine, ich verstehe es ja. Ist klar, dass der nur ein paar Ohren hat und nicht fünf. Ist ja kein Mutantenbulle. Aber wäre trotzdem nett gewesen. So, nimm mal deine Ohren. Danke. Wo haben wir hier noch welche? Grollhufe? Ja. Na gut, dann hole ich mir erstmal hier die Talwuchs. Ich hoffe, der hat nicht so einen, bösartigen Stoß wie der Bulle da eben. Nö, der haut gleich ab. Super, rennt er mir vorbei. Ne? Das kann ja ein Spaß werden. Ah, guck mal, der hat zwei. Ja, toll, da brauchen wir auf 24 schon. Naja. Naja, naja, naja. Wie viel hast du? Oh, der hatte eine Quest. Eine Quest, Frostwolf-Axt. Aha, was hast du denn? Eine Wurfaxt der Frostwölfe steckt in der Flanke dieses Talwuchs. Vielleicht hat ja Pirscherin Okka Interesse an eurem Fund. Ja, bringe ich ihr. Bringe ich ihr doch glatt bei Gelegenheit. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weitermachen. Damit wir hier fertig werden, ne? Ist ja doch ein bisschen was. Au, was war das für ein Spell, den er gerade gemacht hat? Womp? Ja, möchtest du mal mitmachen, Film? Da stand eben irgendwie Womp. Er hat Womp gecastet. Oder sein Angriff heißt so, oder wie auch immer. Okay. Hast du auch so ein Womp? Mal gucken. Was hat denn der hier drauf? Gabe des Talwuchs. Das war nicht gut. Ist schon um. Finde ich schön, dass die hier so dicht stehen. Muss man sich gar nicht so viel bewegen. Muss nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich gerade gleich hier so einen Grollhuf hinten am Backen habe. Habe. Grollhuf. Nö, keiner da. Keiner da. Okay, dann mal ihr hier. Alte Lederhaut. Alte Lederhaut hat es hinter sich. Och, nö. Mann, danke, Gutsbeck. Finde ich sehr nett von dem Wichtel, dass er das hier für mich erledigt, wenn der an mir vorbeistürmt. Ich habe gerade eben hier oben gelesen, nicht der Zauber ist noch nicht bereit, sondern das Ziel ist noch nicht bereit. Ich wollte gerade sagen, mir doch egal, ob das Ziel bereit ist. Naja, okay, es war dann doch der Zauber, der noch nicht bereit war. Nun ja. Nein, bleib doch mal da. Batschi-Batsch. Ah, ja, ja, wir haben es gleich. Jawohl, danke schön. Wir haben immer alle zwei. Na gut. Komm du mal her. Gib mir deine zwei Hörner. Es gibt aber auch Tiere mit drei Hörnern. Muss ich mal sagen. Oder vier. Oder wie auch immer. Oder wie auch immer. Super, jetzt habe ich hier alles umgemetzelt. Jetzt haben wir hier keine Talwuchs mehr. Das ist ja blöd. Und Grollhufe tauchen hier auch keine mehr auf. Das wird doch nicht das letzte seiner Art gewesen sein. Und ich habe es umgenugt. Guck mal, nehmen wir das hier. Genau. Hau mal einen Chaosblitz raus. Jawohl. Dankeschön. So, ich glaube, du könntest das letzte jetzt sein. Und dann habe ich es doch schon. Ja,
Perfekt. So, dann brauchen wir jetzt noch die Grollhufe. Da unten vielleicht noch, ja. Mal hier so in die Richtung gehen, eventuell. Ach, guck mal. Da sind doch welche. Ja, wunderbar. Aber ich denke, die machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ihr Lieben. Und bis dahin, eure Trin.